jetzt ein bisschen zeitverzögert, bitte ich die Miri mit ihrer Tochter Amalia auf die Bühne. Wir werden die Verlosung durchführen der beiden Bilder, die der Luca gemalt hat, kritisch zum Thema Corona. Wenn du so lieb bist, Amalia, kannst du bitte ein Los ziehen für den zweiten Preis. Das ist dieses Covid-19. Einfach da mal reinpurteln und eins rausnehmen, ein Los. Dankeschön. Es ist ein grünes Los. Also alle, die ein grünes Los haben, haben schon mal eine Chance. Und zwar die Nummer 60. Gratuliere! So, Amalia, magst du das Bild übergeben? Das Universum hat funktioniert, er wollte 61, es ist dann anders geworden, die Nummer 60, ich habe die Kontrolle gemacht. Dann herzlichen Glückwunsch, dein Bild. Applaus! Und jetzt der erste Preis ist dieses sehr futuristische Bild von Bill Gates. Bitte, Amalia, wenn du so lieb bist. Einmal noch ziehen. So, jetzt haben wir ein pinkes Los gezogen. Also alle, die ein pinkes Los haben. Und zwar gewonnen hat die Nummer 26. Ihr seid großartig, Jungs. Wer hat die Nummer 26? Jawohl, da kommt ein Herr von hinten. Applaus, Applaus, Applaus! Ich liebe Sie! Es zeigt sich doch aus, wenn man aus einem anderen Bundesland nach Graz kommt. Wir haben uns in Bregenz getroffen bei der Friedenskette. Wie geil ist das denn? Ich danke dir für was. Das gehört mir noch. Applaus für dich. Ich danke Herrn Mansmacher, das haben wir uns vorher schon ausgemacht. Wir haben eigentlich gewusst, wie man das Ding, mein Kollege und ich, der Dame Gerd Manns, nicht, weil wir es nicht wertschätzen, im Gegenteil, aber wir danken gerne für die Initiative da, die es jetzt da verlosen, ja, wenn das okay ist. Versteigern! Entschuldigung, versteigern. Versteigern. Versteigern, das ist eine gute Idee. Alles klar. Dann würde ich sagen, ja, das ist voll lieb von dir, vielen, vielen Dank für die Spende. Also zurückgespendet. Dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Versteigerung in 10-Euro-Schritten. Ich würde mal sagen, wo fangen wir an? 100 Euro ist gut. 100 Euro ist gut. Ich bitte um Handheben, wer ist bereit, 100 Euro für den Bill Gates zu bezahlen? 100 Euro hier in der Mitte daher. Wer ist bereit, auf 110 zu erhöhen? Du hast ja, du bist der Süß. Bietet jemand 110 Euro? 110 Euro. Hier einmal 110 Euro zur Linken. 110 Euro sind geboten. Wer bietet 120 Euro für den guten Zweck? Jawohl, es wird nochmal drüber geboten. Herzlichen Dank. Höre ich 130 Euro für den guten Zweck? 130 Euro, 130 Euro, ich glaube, die zwei Herren machen sich's aus. Höre ich nochmal eine Erhöhung auf 140 Euro? 140 Euro, 150 Euro, 150 Euro, großartig. Höre ich 160? Ist jemand bereit, 160 Euro für das Bild zu bezahlen? Ich, ich, ich. 160? 150 ist das letzte Gebot. Dann würde ich sagen, 150 zum ersten.
150 zum zweiten und 150 zum dritten. Vielen Dank! Muss ich natürlich gleich kassieren. Herzlichen Glückwunsch, es passt eh genau, weil du wolltest dann eher auf die Bühne kommen und sprechen. Also passt das an und für sich sehr gut. Ich würde sagen, das Finanzielle machen wir dann. Okay, machen wir dann auch. Gut. Alle hoch. Alle hoch. Vielen Dank nochmal für die Spende. Vielen, vielen Dank, Applaus. Angelangt, dass Menschen aus dem Publikum die Möglichkeit haben, zu euch zu sprechen. Ihr würdet gerne noch ein Bild versteigern? Alles klar, dann versteigern wir schnell noch ein Bild. Wir sind spontan und flexibel. Leben passiert, während du andere Pläne machst. Okay, wir haben noch ein Bild, das zur Versteigerung steht. Bringt es mir hoch? Das ist es notwendig für euch, dass wir das Bild einmal rumgeben oder könnt ihr es hier gut sehen oder habt ihr vorher schon die Möglichkeit gehabt zu sehen? Es nennt sich Coronavirus, eine Zeitung meint Tod und Terror, ein Kind mit Maske, ja, passend zu der Zeit. Okay, sollen wir es einmal rumgehen lassen? Gut, wo fangen wir an? In welcher Höhe, Ori? Du bestimmst? Alles klar, wir fangen wie beim folgenden Bild an mit 100 Euro. Wer wäre bereit für das Bild von Christina zum Thema Corona-Wahnsinn? 100 Euro zu bezahlen, ebenso für einen guten Zweck, kommt alles in die Kasse für unsere Bewegung, um weiterhin Menschen aufzuklären. 100 Euro sehe ich, 100 Euro, ich sehe keine Hände, ich bin enttäuscht. Jaro bietet 100 Euro. Ja. Ja, Jaro bietet 100 Euro. 110 Euro? 110 Euro, Jaro, gehst du drüber? Willst du es wirklich haben? Das ist schon schön. Es soll uns daran erinnern, dass wir ein schönes neues Leben haben. Wir legen zusammen. Ich zahle 50 und du nimmst das Bild und zahlst den Rest. Ist das ein Deal? Alles